So, herzlich willkommen zum Teil 3 der Autobeschaffung. Die letzte Folge, da ist leider die Tonspur kaputt gegangen, aber ich wollte sie euch nicht vorenthalten. Und ist es dann halt mal eine nicht besprochene Folge. So, wenn ihr weiter sehen wollt, wie das weitergeht, dann drückt doch einfach bitte die Glocke, damit der Kanal auch wächst. Weil ich fände das cool, wenn wir mal ein bisschen größer werden würden und auch mal den YouTubern, die schon viele Abos oder Glocken haben, mal folgen würden. So, in diesem Sinne bedanke ich mich schon mal, wenn ihr auf die Glocke drückt, dann verpasst ihr auch keine Folge von den anderen Spielen. Und wir holen uns jetzt die nächste Tasche und dann ist eigentlich schon der Raub des Autos eigentlich so gut wie erledigt. Ich weiß nicht, was ich heute wieder schreibe. So. Ich schreibe wieder heute ein Blödsinn zusammen. Aber das ist, wenn du jetzt hier sitzt und nur eine kleine Beleuchtung an hast. Wo soll sie denn sein, die Tasche? So, dann schauen wir mal. Müssen wir erstmal da anrufen. So, jetzt müssen wir hier das Gebiet durchsuchen. Und gucken mal, wo die Tasche ist. Dann müssten wir eigentlich alles haben. So, alle jetzt zu dem einen Hubschrauber hin.
Jetzt habe ich mir den Kopf gestoßen. Ich glaube, Tobi hat later. Also ich weiß auch nicht. So. All right. So I found the dock where McTony keeps his submersible. That's exactly what we need to be on if we want to go to the sub's moon pool without anybody thinking we're up to something. Haben wir denn noch nicht alle Missionen gehabt? Nein, wir müssen nicht warten. Deine Heli ist schneller als unser. Also, komm hinterher. Alles gut, Timmy. So. Dann holen wir das nächste noch. Und dann kann es losgehen. Zur Autobeschaffung. Meine Gesundheit ist auch nicht mehr gerade das Beste. Ob ich was machen kann. War das doch hier? Ja, da Gesundheit. Ja. Gesundheit und Medizin, da ist es doch. Ich wollte doch Gesundheit und Medizin haben. Geht das nicht mehr hier während des Spiels neuerdings? Doch, geht doch. So. Snacks. Was nehmen wir denn? So, ein bisschen was essen. Hier voll was. Und wir sind voll. Voll gesund wieder. Unless you're on the highway. If you're on the highway, pull over first. And then, if a cop comes along and says, what are you doing? Tell him you're imagining a better future. And I'll tell you what, if a cop gives you a ticket for that, well, they're just no fun. Ah, ja. Da ist ein... Ist natürlich noch ein Stück. So, wir warten dann auf Tim Drache nochmal. Thank you.
weiß aber auch nicht, welches der gut ist. Das können wir machen. Ohne Musik. So. Dann erzähle ich euch lieber was von Los Santos hier. Eine überragende, schöne Stadt im Schnee. So besonders im Dunkeln mit den ganzen beleuchteten Straßen und Häusern. Nein, Blödsinn beiseite. Also, das Spiel spiele ich ja jetzt schon mindestens 4-5 Jahre. Also, anfangs habe ich immer nur offline gespielt. Aber jetzt machen wir es auch anders. Hier unter uns seht ihr jetzt die große Arena. Da habe ich auch eine Werkstatt drin. Also, ich könnte auch bei den Rennen mitmachen. So. Schauen wir mal. Da müssen wir hin. Nein, ich will keine Musik. Außer Gefecht. Wieso bin ich denn jetzt außer Gefecht? Hallo? Was soll das? Ach nee. Ich sterb hier immer. Ich sag, ich sterb hier immer. Ist da irgendwo ein Scharfschütze? Wo ist denn der Schalter? Once you get the submersible, I'll send over your mechanic's current location. That thing is too hot to have back at the scrapyard, so he's gonna hold it for us until it's time to rock. So, jetzt haben wir das U-Boot geklaut. Jetzt fahren wir mal ein bisschen unter Wasser. Ein bisschen über Wasser. Machen ein paar Sprünge. Wie ein Fisch im Wasser.
Wie gesagt, wenn ihr weiter gucken möchtet und mich nicht im Stich lassen wollt, drückt einmal auf die Glocke. Einen Daumen hoch fände ich auch nett und Kommentare finde ich auch immer super spannend. So, aber ich mache die Musik jetzt mal nicht aus, ich lasse einfach mal an. So, da ist der Übergabeort. Mal gucken, was wir da dann bekommen. Ich habe nämlich jetzt gerade mal nicht aufgepasst, was wir bekommen. Here's Mac DeMarco with On the Level. Da steht ja einer. So, dann wollen wir mal gucken, dass wir wieder nach Hause kommen. Hey! Over here, you freaking dick! Solid performance out there, bro. I got a guy who's gonna hold on to the submersible until the big day. So, dann würde ich mal sagen, wir machen dann hier Schnitt und treffen uns dann in der nächsten Folge wieder, um das Auto zu klauen. Weil das wird sonst eine überlange Folge werden, das würde dann vielleicht ein bisschen zu lange dauern. So, ich wünsche euch einen schönen Abend und entschuldigt nochmal, dass die letzte Folge keinen Ton hatte. Aber ich wollte es euch halt nicht vorenthalten. Und so, Freunde, ich habe gedacht, das wäre jetzt das grüne Monster, was hier auf der Map rumlief, aber es war wohl das Falsche. So, ich wünsche euch, wie gesagt, einen schönen Abend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wo wir das Auto dann beschaffen. Und jetzt hier noch ein Wenn-Ram. Und Pummi hat halt einen heißen Reifen mit seinem Sportwagen. So,
Ich kann es noch einen Moment laufen lassen, aber ihr wollt ja sowieso nicht sehen, wie Pummi Unfälle baut. Deswegen wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis demnächst, zur nächsten Folge, und wir holen das Auto. Tschüss und schönen Abend.